Erlebt Dr.'s Diary ein Comeback? Dr. Margarete Gretchen Haase und Dr. Marc Meyer waren in Dr.'s Diary das Traumpaar schlechthin. Aber sind Schauspielerin Diana Amft, 46, und Florian David Fitz, 47, auch im echten Leben ein Paar? Der neueste Instagram-Post der 46-Jährigen, inklusive süßem Knutschbild mit ihrem Schauspielkollegen, lässt die Herzen der Dr.'s Diary-Fans auf jeden Fall höher schlagen. Schauspielerin Diana Amft hat sich erst in den vergangenen Tagen einen Instagram-Account zugelegt, facht aber mit ihrem aktuellsten Insta-Post die Gerüchteküche rund um die Kultserie Dr.'s Diary ordentlich an. Von 2008 bis 2011 verfolgten damals viele Fans die romantische Liebesgeschichte von der emphatischen Assistenzärztin Dr. Gretchen Haase und ihrer Jugendliebe, dem arroganten Oberarzt Marc Meyer, der seiner alten Klassenkameradin das Leben im Krankenhaus nicht gerade leicht macht. Nach vielen Hürden und Hindernissen finden die zwei schließlich zueinander. Der aktuellste Insta-Schnappschuss der Blondine lässt nun viel Raum für Spekulationen, denn auf diesem sind die beiden Schauspieler knutschend mit 90er-Fukuhila-Perücken zu sehen. Fans, ihr wärt so ein schönes Paar. Diana Amft versieht ihren Post dabei mit den Worten: Happy Birthday Baby, und fügt ein rotes Herzchen hinzu. Die Fans der Liebesserie sind nach diesem vielversprechenden Post total aus dem Häuschen und spekulieren wild, ob eine vierte Staffel Dr.'s Diary vor der Tür steht oder ob die beiden sich auch im echten Leben gefunden haben. Ist das ein Filmfoto? Möchte eine Userin wissen. Die anderen Follower der 46-Jährigen hoffen auf ein Seriencomeback, ihr wärt so ein schönes Paar. Dürfen wir auf einen Film hoffen mit Diana und Florian? Wir brauchen eine vierte Staffel von Dr.'s Diary, sind nur ein paar der Fankommentare. Florian David Fitz hat diese Spekulationswelle wohl kommen sehen und kommentiert den Post seiner Serienliebe mit den Worten: Und die Medien morgen, und fügt zwei Lach-Emojis hinzu. Ob es eine neue Staffel geben wird, lassen die beiden zwar offen, aber auch im echten Leben würden die beiden ein zuckersüßes Paar abgeben.